Sie haben auf dem Schirm, was am 14. Juni passiert? Natürlich, die Europameisterschaft. Wir fiebern ihr entgegen. Werden Sie Spiele sich anschauen? Nein, vermutlich nicht. Was ich mir halt sehr wünschen würde, ist, dass halt der Fußball, also einfach der Sport, die Menschen wieder ein bisschen zusammenbringt. Es ist 18 Jahre her, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 eine Welle der Euphorie ausgelöst hat. Die Nationalmannschaft hat begeisternd gespielt und wir waren weltoffene Gastgeber. Diesen Sommer trägt Deutschland die Europameisterschaft aus. Was ist drin bei diesem Turnier und wie wird dieses Ereignis das Land verändern? Ihr Standpunkt ist gefragt in Leipzig. Fragen wir die Menschen heute, brauchen wir ein neues Sommermärchen? Es geht natürlich um die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Schafft es dieses Turnier vielleicht, die Stimmung in diesem Land ein bisschen ins Positive zu drehen? Werden wir gute Gastgeber sein? Und die wichtigste Frage, wie weit kommt die deutsche Mannschaft? Wir sind in Leipzig. Hier werden große Fußballnationen spielen, zum Beispiel Frankreich, Italien und die Niederlande. Die Stadt ist neben Berlin der einzige Austragungsort im Osten. Sie standen eben da und haben was gesagt? Das fand ich so schön. Na, wir brauchen immer Märchen, oder nicht? Na klar. Sommermärchen, Wintermärchen. Ja. Ist ja schick. Und haben Sie eine Ahnung, worauf wir damit abzielen? Ja, na klar, auf die EM. Auf die Europa. Im Sommer, ja. Genau. Und da ich Fußballfan bin, bin ich immer dafür, für solche Märchen. Oh, sind Sie auch Vereinsfußballfan? Ja. Für welchen Verein schlägt Ihr Herz? RB Leipzig? Na klar, Dauerkarte plus, also mit Champions League. Mit und mit Enkel. Ach nee. Ja. Da sieht man das Verbindende des Fußballs. Sehr, sehr schön. Sehe ich auch so. Ja. Vor allen Dingen, es ist ein friedliches Miteinander. Und ich kann mich ehrlich gesagt an 2006 auch noch erinnern, als die Holländer hier waren. Ja. Dieses orangene Meer, da spielt es keine Rolle, welchen Schal man umhatte. Ja. Es war am Ende eine riesengroße Familie. Und das ist für mich Märchen, dass man miteinander kann, auch wenn man in unterschiedlichen Häusern sitzt, dass man auch sagt, okay, das verbindet uns. Schauen wir mal auf die deutsche Nationalmannschaft. Bah. Es lief ja holperig. Ja. Ja. Hm. Ne, was denken Sie, was steckt drin in dieser Mannschaft? Ach. Was aus meiner Sicht, und ich bin nur eine Laien, meiner Sicht noch nicht so richtig funktioniert, ist das Miteinander. Also wenn, dann maximal im Halbfinale und dann ist Schluss. Und wer macht das Rennen? Wer wird Europameister? Ich denke Spanien. Muss ich jetzt wieder hier rumwürfen? Ist auch wieder? Vielen Dank. Ja, und einen schönen Tag noch. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Am 14. Juni passiert was? Ja, die EM. No? Anstoß. Anstoß. Eröffnungsspiel. Wie sehr freuen Sie sich drauf? Also ich würde sagen indifferent. Mhm. Bedeutet? Also das bedeutet, dass ich weder großes Interesse dafür habe, mich noch großartig drauf freue. Aber es freut mich für die Menschen, die sich freuen können. Genau. Okay. Wie ist es bei Ihnen? Ja, hat mich bis jetzt nicht so interessiert, muss ich sagen. Aber wer Spaß dran hat, darf sich freuen. Es lebt in einer Zeit, wo es sehr, sehr viele Konflikte in der Gesellschaft gibt. Gefühlt werden die Gräben immer tiefer. Inwieweit kann so ein Ereignis helfen, die Menschen vielleicht mehr zusammenzuführen? Oder eher nicht? Meine große Sorge, die ich habe, ist, ich beobachte, dass es immer mehr Obdachlosigkeit in Leipzig gibt. Und ich mache mir Sorgen, dass vor allem die vertrieben werden, auch noch weiter ausgegrenzt werden, nur damit das Stadtbild schön ist. Und ganz persönlich, werden Sie Spiele sich anschauen? Nein, vermutlich nicht. Große Gleichgültigkeit oder EM-Fieber? Wir ergänzen unsere Gespräche aus Leipzig mit den aktuellen Zahlen von MDR Fragt, dem Meinungsbarometer für Mitteldeutschland. Dafür haben wir fast 18.000 Menschen befragt. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, aber gewichtet und nach wissenschaftlichen Kriterien aufbereitet. Die Vorfreude hält sich noch in Grenzen. Bisher sagen 42% der Befragten, sie freuen sich auf das Turnier. Wir haben die Menschen auch gefragt, ob sie glauben, dass die EM die Stimmung im Land verbessern kann. Hier gibt es eine große Skepsis. 70% sagen nein oder eher nein. Was glauben Sie denn, wird es hier ein Sommermärchen 2024 geben mit der Europameisterschaft im eigenen Land? Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, wir haben jetzt gute Spieler in Deutschland. Wir haben Toni Kroos wieder zurück. Ah. Ich bin natürlich gut informiert. Yeah. Und mit den Jungen, Florian Wirtz, Musiala, da haben wir echt, finde ich, Top-Kandidaten. Auch Dennis Undaff ist ja dabei. Die Bilanz von Julian Nagelsmann spricht aber so ein bisschen dagegen.
es läuft nicht rund mit der Nationalmannschaft. Was glauben Sie, wie weit kommt die deutsche Nationalmannschaft? Ein Sieg der Europameisterschaft, natürlich glaube ich dran. Aber ich sage mal, wenn man nüchtern das Ganze betrachtet, ist natürlich schwierig. Europameister wird... Na? Vermutlich, ich gehe mit England. Was kann denn diese Europameisterschaft für unser Land tun? Was glauben Sie denn? Für die Stimmung? Wir sind ja umgeben von Krisen und irgendwie gefühlt ist es eine Depression. Was ich mir halt sehr wünschen würde, ist, dass halt der Fußball, also einfach der Sport, die Menschen wieder ein bisschen zusammenbringt. Mhm. Weil ich finde, in Deutschland hat man eher die Entwicklung, dass man sich in alle möglichen Sachen abspaltet und nicht mehr miteinander redet. Und ich würde mir einfach wünschen, dass man quasi das deutsche Team gemeinsam unterstützt und sich quasi einfach wieder ein bisschen mehr verbindet. Das Sommermärchen. Brauchen wir das jetzt vielleicht nochmal in einer Zeit, wo es ganz viele Krisen gibt und viel Verunsicherung? Ja, weil dann alle wieder zusammen auf eine Mannschaft gucken oder auf ihre auf Mannschaft ein Ziel gucken. Ja. Aber wenn es schlecht läuft, sind sie dann auch bloß alle wieder ganz schlecht gelaunt. Ja. Also ich glaube, das ist vielleicht für die Zeit während des Fußballs für die begrenzte Zeit gut. Aber ich denke nicht, dass es Auswirkungen hat aufs Generelle. Ja. Das sind also die Frau für den Realismus? ja, schon eher realistisch eingestellt, ja. Wer wird Europameister? Wir. Deutschland. Echt jetzt? Ja, na klar. Sie sind die Erste, die das sagt. Ja, Optimismus. Dankeschön. Schönen Tag. Tschüss. 2 Minütchen, kommen Sie kurz mit rum. Bald ist Fußball-Europameisterschaft. Wie sehr fiebern Sie auf diesen Moment hin? Überhaupt nicht. Ich kann schon das Geräusch nicht leiden vom Fußball. Ach, wenn es Puff macht oder meinen Sie Stadion? Ist Stadion. Und wie regeln Sie denn das, wenn ich fragen darf, in der Familie? Zwei Fernseher. Ach so. Das geht nur so. 2 Zimmer, 2 Fernseher. So wird das während der Europameisterschaft erlaubt. Genau so läuft das immer. Wir wechseln die Perspektive und treffen jemanden, der Verantwortung für dieses Fußballfest trägt. Den Leipziger EM-Gesamtprojektleiter Stefan Schädler. Er organisiert unter anderem die große Fanzone. 100 Tage bis zur Europameisterschaft. Wie groß ist die Euphorie denn jetzt schon? Also man merkt, das ist spürbar, dass die Euphorie gerade in unserer Stadt ganz groß ist. Wir haben uns natürlich gefreut über tolle Auslosungen und tolle Partien zum Final Draw, also der Endrundenauslosung. Da haben wir tolle Lose bekommen. Demzufolge dürfen wir uns auf die größten Teams im Fußball aus Europa freuen. Und da hat natürlich schon, also seit dem September merkt man schon, dass Fieber steigt. Sprechen wir mal über die kühle Wirtschaft. Sie haben gerade mit Handelsvertretern gesprochen, gerade einen kleinen Kongress gehabt. Ja. Wie kann denn die Stadt davon profitieren? Auf ganz unterschiedlichen Wegen. Natürlich mussten wir auch einen Etat bereitstellen, um all das zu finanzieren, wofür wir uns hier gerade einsetzen und wofür wir uns kümmern. Aber es gibt natürlich auch eine tolle zu erwartende Umsatzrendite, die hier erzielt werden kann, gerade in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie. Der Tourismus profitiert total davon. Wie viel investiert denn die Stadt und wie viel wird an Rückfluss erwartet? Die Stadt Leipzig hat insgesamt einen städtischen Etat von 14 Millionen Euro bereitgestellt. Erwartet als Umwegerentabilität werden aber 60 bis 80 Millionen Euro aufgrund der Partien und Anhänger. Sie haben schon gesprochen von den tollen Partien, die hier stattfinden. Auf welches Spiel hier in Leipzig freuen Sie sich am meisten? Ich glaube, da ist der 21.06. mit Holland gegen Frankreich schon der absolute Highlight-Spieltag. Das ist das, was die meisten Emotionen auch hervorruft, weil wir einfach unfassbar viele Menschen in dieser Stadt erwarten. Werden wir es ähnlich wie zur WM 2006 auch in diesem Sommer schaffen, gute Gastgeber zu sein? In unserer Umfrage sind die Menschen optimistisch. Fast 2/3 der Befragten glauben, dass wir gute Gastgeber sein werden. Sie haben auf dem Schirm, was am 14. Juni passiert? Natürlich, die Europameisterschaft. Wir fiebern ihr entgegen. Es hieß 2006, als es das Sommermärchen gab, die Welt zu Gast bei Freunden. Ja. Sind wir fit für diese Gastgeberrolle wieder? Also Deutschland hat in den letzten Jahren durchaus auch viel Herz bewiesen, auf vielerlei Ebenen. Und es ist nicht zu viel versprochen, wenn wir auch diesmal sagen, Freunde sind bei uns zu Gast. Ich glaube, darauf können sich auch alle politischen Lager einigen. Wir sind in der Nachspielzeit. Vor dem Abpfiff bringen wir die Diskussion hier in Leipzig auf den Punkt. Die EM-Euphorie ist noch verhalten, aber schon spürbar. Dass Deutschland den Titel holt, glauben bisher allerdings die wenigsten. Ob Fußball oder Politik, wir wollen die Debatten abbilden, die Sie wirklich interessieren. Deshalb sind Sie herzlich eingeladen. Melden Sie sich an für das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland auf mdrfragt.de.